So, guten Abend. Oh, ohne Musik nichts los. Hä? Also dann, guten Abend, Tamara, Navia, Mr. Adventurine, Darius. Hä? Warum geht die Webcam nicht? Hä? Ist das sogar eingestellt? Was soll denn das jetzt? Warum geht jetzt die Webcam? Guten Abend, Svanny und Max. Wegen späteren Beginns. Ich bin auch komplett im Arsch heute, Alter. Wir waren von 9.30 Uhr bis 17.15 Uhr im scheiß Wald, Alter, im Bogenparcours herrichten. Ich meine, ich war zwar 2 Jahren nicht mehr schießen, aber ich gehe trotzdem jedes Jahr hin zum neu herrichten. Guten Abend, Walter. Warum magst du nicht? Aber an müsste sie eigentlich sein. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt halt hinzufügen. Was ist denn das für Sound im Hintergrund? Wo zur Hölle bin ich? So. Schnauze da im Genshin. Ist doch schön, sein grüne Natur genießen. Grüne Natur ist nur geil in Japan, der Rest ist scheiße. Warum geht denn heute das Webcamchen nicht? Das hoch trotzdem nicht. Sollte ich da eine neue? Ich bin auf Gaming Stream, ja. Oh! Wow. Die ist auf dem anderen Ding. Warum ist die jetzt hier an? Das war doch das zweite, was ich angemacht habe. Das ist jetzt blöd. Warte mal, ich mache mal das aus. Kurz auf das wechseln. Kurz wieder zurückwechseln. Jetzt ist er da! Ich hab doch OBS zweimal offen. Trotzdem starten. Jetzt hat. Weil ich ja das immer noch mal extra aufnehme. Und es kann aber immer nur eine Webcam anzeigen. Danke fürs Erinnern. Das war doch geil. Das habe ich nur gemacht, um euch was zu geben, damit ihr euch daran erinnern könnt. Nur deswegen. Nur deswegen. Kommt zur Feier des Tages. Ach ja, nächstes Wochenende gibt es übrigens auch einen Stream. Eigentlich will ich ja immer zweimal streamen, einmal Pause, aber nachdem das neue fucking Update kommt und alle Chino einfach nur scheiß geil ist, Alter, müssen wir spielen. Wo ist ein Genshin eigentlich? Warum ist das nicht hier oben? Da ist Genshin. Warum ist der ganze Scheiß oben? Ist das nur der Trailer? Hier ist der Trailer. Warte mal. Hä? Ich hab doch pausiert als Maul jetzt da. Warum ist es da so laut? Tone. Nein, warum gehe ich wieder rein? On occasion, we hold barbecue dinners at the house. Übernächste auf jeden Fall keinen. Compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that. Ja, Update kommt schon nächste Woche, müsste doch übernächste sein. After all. Warte. Soweit ich weiß, laufen aber
Die gebete doch schon nächste Woche ab, oder? Was? Okay, nächste Woche kein Stream, dafür übernächste Woche. Hä? Wo habe ich denn gelesen, dass das nur noch 3 Tage geht? Ah, ich weiß, warum ich das gelesen habe. Weil das nur noch 4 Tage geht. Deswegen habe ich gedacht, das läuft bloß noch bis Ding. Ups, okay, übernächste Woche. It's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. Also ich brauche alle Chino auf jeden Fall, egal ob ich Geld ausgeben muss oder nicht, ist mir egal. That's how I gained. Das Gute ist, the old man's been putting the pressure on me. Wir waren als letztes drin. Tell me I'm needed for some sort of project. Project Stusia? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. Ich habe auf jeden Fall bei der Dinge 50-50 verloren nach 20 Zügen. Also habe ich schon mal 50-50 gut. Unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions. So der Wahnsinn. Within Fontaine. Die Musik ist halt auch der Hammer. Everlasting as the moon. Vom Style her erinnert es ein bisschen sehr an Honkai, ne? Star Rail. Der ist eigentlich auch ganz cool. What you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house, yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded. And no sacrifice shall be in vain. Ja, Sino's Story schaut auch interessant aus, ja. Ich bin bloß gespannt, was mit dem Fremien ist. Oder Fremien oder was weiß ich was. Dann gibt's ja wieder was mit dem Arataki Ito. Dann gibt's ja, was ich wieder geil finde. Ist ein neues Musikding, was kommt. Ich bin ja eh so ein Fan von den Musikteilen. Das Einzige, was mich abfuckt, das wäre das erste Mal, dass ich gerne den scheiß Stab hätte, ne? Aber ich sehe es halt nicht ein, dass ich da irgendwas reinbutter. Weil der schaut halt... Bei den anderen kannst du sagen, okay, die schauen echt gut aus und passen zu den Charakteren, aber... Der passt halt einfach richtig perfekt, Mann. Aber wenn, mache ich es eh wieder nicht. Aber... Weil ich nicht anders konnte nach dem Trailer. Ich habe mir ihre Figur runtergeladen und druck sie gerade. Geil. Und dazu habe ich mir dann auch gleich noch eine andere Figur geholt. Von, hey, das sind da doch, das sind die Renders. Von ihr. Zum Drucken. Ach ja. Endlich die blöden Okuli fertig farmen. Oh ja, juhu. So. Ach so, ja, es gibt jetzt übrigens, der ist aber noch im Aufbau, einen Etsy-Shop von mir. Wenn jemand 3D gedruckte Figuren braucht.
kommen aber noch welche rein. Und ich muss das noch im Discord einmal machen, extra eine Seite dafür, damit man im Discord andere Figuren mit bestellen kann. Wenn man welche haben will. Ah ja, ich sollte vielleicht das wieder hochstellen, ne? Damit man auch was hört heute. Ton. So, 7 war es, glaube ich. Warte mal, bevor wir jetzt das wieder anfangen, Dailies. Warte mal, erstmal was anderes schauen. Gebete. Ich habe 5500. Händler? Oh ja, ich sollte den Scheiß kaufen. Aber erstmal Dokumi sparen. Was zur Hölle hast du an der Dokumi vor? Was kann ich mir kaufen? 32. Warte, wo war denn das? Ne, das war das. Zehn habe ich, plus 32 sind erstmal nur 40. So, Dailies. Wenn ich was haben will, soll es nicht am Geld scheitern. Eine wichtige Frage, ihr seid auch 2 Tage da, ne? Oder fahrt ihr gleich am nächsten Tag heim? Das ist mir neulich so gekommen, weil ich habe für 2 Tage Tickets geholt. So in der Richtung... Früh 6 oder 7 fahre ich los, bin dann bis um 11 dann oben, dann bis abends drin bleiben, abends ins Hotel, nächsten Morgen wieder hin und dann irgendwann Mittag, Nachmittag heimfahren. Also wenn ihr dann im Discord, ich meine, wie gesagt, ich muss das eh noch erst einrichten und so. Ich wollte eigentlich die Woche mehr machen, dann ist man nach der Arbeit wieder im Arsch, dann will man lieber Final Fantasy spielen. Im Discord sind die Figuren auf jeden Fall günstiger als im Etsy-Shop, gebe ich gleich zu. Weil bei Etsy musst du ja Haufen Gebühren zahlen. Samstag hin, spontan. Sonntag, ja genau, Sonntag wieder heim. Okay, dann habe ich mir schon richtig. Also wir aus Medina kommen Freitag. Ihr fahrt Freitag schon hin? Au. Ah, scheiße, ich hab Bette noch dabei. Jetzt vor. Samstag in Verkehr zu quetschen. Wäre eigentlich eine Idee, aber ich muss Samstag, Freitag arbeiten. Aber abends dann schon hochfahren wäre eigentlich auch eine Idee. Warte mal, wo bin ich denn? Das ist eh das Falsche. Warte mal. Jetzt muss ich mal was schauen. wo sehe ich meine Hotels, Alter? Achso, ich bin nicht angemeldet, deswegen sehe ich gar keine Hotels. Buchung und Reisen. Da. Wobei, will ich für 2 Tage zahlen? Nee, ich glaube eher nicht. Datum ändern. Ich sollte heute nicht mehr schreiben. Ach so. Was?
Die wollen jetzt 400 Euro dafür, Alter. Seid ihr wahnsinnig? Okay, ich komme Samstag. Ich fahre lieber früh los. Alter. Sind die wahnsinnig? Ich meine, ich verstehe, dass du dich saisonal irgendwie anpassen musst oder so, ne? Aber manche Dinger sind schon fast eher dreist, Alter. Oh Junge, an dem Tag kostet es 90, an dem Tag kostet es 80. An dem Tag kostet es 2000 Euro. Für nächstes Jahr planen wir sehr früh, dass ich günstig bekomme, das sowieso. Hä? Oh, ich muss da oben drauf, scheiße. Schnäppchen, was zahlt ihr denn? Ben ist immer noch intim. Ja, lass mich mal in Ruhe mit sowas, Alter. Oder willst du mich jetzt den ganzen Tag mit sowas abfacken? Wir brauchen nicht 50 Mal selber, oder? Schau, das fortkommt. Wo willst du hin? All eyes on me. All my strength. Achso, Navia, du warst nicht mein, ne? Ich wechsle schon, wenn ich will. Personen waren 3,15 und noch 30 für den extra Nachzügler. Ja, aber da zahlt ihr doch dann auch 90, oder? 8, 16, 24, 32? Wenn er jeweils 80 zahlt? Also so viel billiger wie meins ist dann doch nicht. Ich dachte jetzt, ihr zahlt bloß 40 oder so. Clive, guten Abend. Für zwei Nächte, ja, aber die anderen kommen ja erst nächsten Tag, oder? I see everything. Hold the line. Das ist die Weinhaus. Was waren das nochmal? Ich glaube, das war der Sechser. Achso, ich soll die Dinger eher machen. War ganz nett, also. Sind alle am Freitag da. Ja gut, dann ist es natürlich günstiger. Wie sie mich alle voll aus ihren Plänen komplett rausgelassen haben, ihr Gauner. Alle zusammen. Positions. This dance is for you. Was hat denn der da? Achso, ja, der hockt ja immer da. Achso, ich muss das Ding um kaputt machen. Hey, das hängt alles in der Luft. Hä, hey, wo ist denn das zweite? Nee, ich muss die besiegen, glaube ich, oder? Nee, ich bin fertig eigentlich.
Oh, ich muss mal ausliefern. Schon wieder? Ja, vor allem nicht, wenn wir eine Lieferung haben. Das mache ich jetzt jedes Wochenende. Macht uns Jungs schon Beine, wenn wir nicht folgen. Leider gibt es keine Deutschen, die schon wieder die Weinfors. Stimmt, ja, da gab es keine Deutschen, ja. Verkauft sich auch zu wenig. Oh, looks like Margaret is talking with those two people over there. Hä? Ah, scheiße, ich bin in die Quest gerannt. Mäh. Die muss halt auch genau da sein. Wait, is that Rosaria? Huh. She's standing next to an adventurer Paimon doesn't recognize. Dann habe ich Rosaria hier, um Katzen zu spielen. Say no more, Valerina. I'll continue to help you out, just as Victoria requested. Look after the cats, check up on their health, give them a bath. These are all things well within my capabilities. That doesn't solve our biggest problem, though, Miss Rosaria. The cats have been so anxious. If we can't get them to trust us... they're sure to get sick from all the anxiety. We just opened, and the Furball Fortress is already about to go under! Well, panicking certainly isn't going to solve the problem. The fact is, neither of us has a way with cats. That's not something I can change. Hi, Rosaria! And hello to you too, Miss Adventurer! Sounds like you're all really worried about something. Our cat saviors! They've appeared already! Huh? Saviors? Seems a bit sudden considering we just met. Ein Titel, dem wir gerecht werden müssen. I'll try to keep it short. My name's Valerina, and I really like small animals. Recently, I've been trying to set up a shelter for stray cats. I call it the Furball Fortress. Die Furball Fortress ist so ein geiler Name. I thought it would be a good way to rescue those poor animals that have nowhere to go. Plus, getting them off the streets will improve the overall environment and look of the city. It's a win-win. Katzen von der Straße holen verschönert die Stadt? Ja, aber Katzen sind doch eigentlich auch ganz cool, wenn sie überall rumstehen. The sisters over at the church heard about my plans and sent over the kindly Miss Rosaria to help. I wouldn't exactly describe myself as kindly. I just accepted the assignment from Victoria. After all, I was the only one with any knowledge of medicine, or the spare time to help. Well, it seems like you've got quite the plan, Valerina. Thanks for bringing us up to speed. So, what had you so worried just now? Are you short on Mora? Are you missing something you need? No, I've got more than enough Mora. The funds, the location, the supplies, all the various procedures. They've all been settled. The main problem is, the cats. They, keep swatting at me. They're always hissing and swatting. They won't let me approach them, not even with treats. The cats are afraid of me as well. They run away the minute I'm in the vicinity. Oh, Paimon has heard something like this before. There's something about certain people that just makes cats afraid. Huh. A kind-hearted cat rescuer who doesn't get along with cats. Hmm. Seems like just visiting the cat's tail would be enough to leave you flustered, let alone running your own cat shelter. That's why we consulted an expert. But Miss Margaret wasn't able to offer a solution to our problem. She's short on workers, so she couldn't spare anyone to help us either. She did give us one piece of advice, though. To enlist the help of the honorary knight and their trusty helper in white. We had just wrapped up our conversation, and the next thing we knew, you two appeared before us like saviors sent by Lord Barbados himself. Well, Paimon's not sure how much Lord Barbados would know about taking care of cats. But that aside, we've never even worked at a shelter before, but somehow we've been turned into the saviors of the entire operation. Wir wollten sowieso eine Katze spielen. Well, true.
Even if Paimon has no experience working at a shelter, she's confident she can get on their good side just fine. Like, that's all we need to do here, right? We just need to show Valerina and Rosaria how to get friendly with the cats, and everything else should fall into line. Feel free to focus your efforts on Valerina. Just call me if any of the cats need medical attention. If you all can keep the shelter running with minimal effort on my part, this errand might turn out to be a good use of my time after all. It's better than church activities in any case. Ah, so that's why you agreed to help. You just wanted to shirk your church duties. Well, I guess I should show you around first. Follow me, you two. Let's make our way to the Furball Fortress. Furball Fortress, Alter. Dieser Name, ey. Hä, was ist jetzt los? Hä? Achso. Warte mal, ich hab das andere Zeug noch. Ich muss mein Zeug ausräumen. Tierungsnotwendigkeit, Personalmangel. Der ist jetzt von den Genshin eingezogen. Ja gut, das ist immer Realität. Es gibt nie genug Leute. Nie genug Leute, nie genug Spenden, nie genug Platz, nie genug Futter. Gab es jemals, wo Notdinger nicht sowieso ein Ding waren? Wie der Nenner hier gebaut ist? Einfach im Internet nachschauen, ich habe sie nicht anders gebaut. Was ist der Schatz denn nur? Was ist das Essen hier für dich? Bei mir an der falschen Adresse. Hä? Also wenn jemand die Sachen sehen will, Nahida Bild eingeben, fertig. Die brauche ich euch gar nicht zeigen, weil ich nichts anderes gemacht habe, wie das, was da angezeigt wird. Hat er gesagt, ich soll verschwinden? Penne. So, und danach müssen wir die Story weitermachen. Wobei ich eigentlich gar nicht die Story jetzt anfangen wollte. Ich wollte eigentlich den anderen scheißen. Zahlung übergeben. Hier, bitteschön. Mehr? Nee. Achso, ich habe bloß was bekommen. So, eine Pause. Wobei ich hätte eigentlich weitermachen können. Sonst mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Da habe ich immer noch die Dinger nicht eingegeben. Noch unbekannt, was war denn das eigentlich? Stadt des Wasserfalls. Alter, ich habe das nicht mal freigespielt. Ach ja, viel zu vernachlässigen. Oh, die ist da hinten. So, jetzt aber. Machen wir doch weiter. Hier drin? Das flauschige Katzenschloss. Okay. Oh, it's just a regular house. Gotta say, Paimon was expecting something a little bigger with Fortress in the name and everything. This was the biggest space I could find in the city over the past few weeks. The rent is cheap, so that's a plus. A half a year's worth of rent, along with all the cat's tail-inspired furnishings, only cost me a few million mora. And to offer some of the healthy ones up for adoption. As long as the new future owners prove capable and the cat seems like a good fit, they're welcome to take their new pet back to a loving home. Ich überleg grad. Wie viel zahlt man für ein Essen? 300 Mora? Wenn man das bei uns umrechnet, ich meine, für viele, für das meiste Essen ist so das Durchschnittspreis so 10 bis 15 Euro. Dann bist du bei 150, sagen wir mal, für irgendwas? Bist du beim Zehnfachen? Das sind dann 3800 Mora. Was zur Hölle hat die gekauft? This location is definitely good enough. We could even expand the business one day and start sheltering stray dogs, foxes, or even squirrels. When that day comes, though, I'll probably have to think of a different name. Maybe the Furball and Friends Fortress would be a better fit.
Hä, ist es dasselbe? Die haben es nicht. Ja, gut, die Engländer machen wieder selber, was sie wollen. Nee, aber. Für was hat die da ein paar Millionen gezahlt? Da ist doch nicht mehr was drin. Das sind was? Fünf Sachen, was da drin stehen? Ich meine, ist es aus Gold? Ist da ein Diamant irgendwo drin versteckt? I would suggest letting all of this play out first. You still don't know if the customers will even get along with the strays. Huh? Look over there! That cat is staring at us. Okay, das Zeug ist doch schon voll übertrieben, Alter. Oh, it's the little white cat. She's super afraid of people. She ran away when we tried to give her a bath. It took us forever to track her down again. She looks so soft and clean, and her fur is so white and fluffy, just like fresh fallen snow. Wait, that's perfect! We should call her Snowball! Echt? Das wird doch aus dem Chinesischen übersetzt oder so. Aber die haben doch im Chinesischen bestimmt nicht Eistorte gesagt. Ich meine, Snowball hört sich echt super an. Aber Eistorte? Auch Tofu würde gut passen. Auch Pudding würde gut passen. Es passt beides nicht. Ich mach mal Tofu. Eistorte, Ooh, Alter. Names, fucking Snowball, but Alter. Paimon thinks she likes Snowball best. Here, kitty, kitty. That's it, Snowball. Good kitty. That's a good kitty. It's been, what, a minute? And you already got the cat to listen to you. Did you see that, Miss Rosaria? She's practically a miracle worker. You really are a cat whisperer. Aw, that was nothing. They may be strays, but as long as you give them a good name and call them with love, you're sure to gain their trust eventually. Und jetzt fällt die Katze Paimon an und zerfetzt sie. First things first, though. You gotta pay attention to the way you interact with them. How should Paimon put it? Basically, it all comes down to your demeanor. For example, you can't just stand there trembling in fear, Valerina. If you're afraid, the cats are sure to become afraid as well. As for you, Rosaria, you might want to keep an eye on your, facial expressions? These poor creatures, picked up off the streets, given a name, and they now have a loving home. Fate is kind to even the lost souls who have wandered astray. This city really has brought peace and happiness to us all. Oh! Hey! Snowball is snuggling up to Rosaria! Looks like she's not afraid of her anymore. Did Rosaria just smile? Oh nein! Aber wir tun besser so, als ob wir nichts gesehen hätten. No matter. There are more important things to focus on. Anyway, it's getting a bit stuffy in here. I'm going to go get some air. Call me if you need me. Zu viel Liebe für Rosaria. Huh. Paimon thought Rosaria would be happier about that. Please, teach me more of your ways, honorary knight. And you too, oh great cat whisperer. We're sure to get more and more strays coming to the Furball Fortress. And I doubt all of them will be as friendly as Snowball. There's still so much I don't know about interacting with them. No problem, just watch and learn. It's about time we move on to a more advanced lesson. How to get the cats not to just trust you, but to like you. It's all about patience. As long as you put in the effort to get to know them, you'll become best friends in no time. I completely understand. The Furball Fortress is still in its trial phase, so the more I can learn at this stage, the better. Okay. Richtet eine flauschige Katzenhütte je nach der Anforderung mit unterschiedlichen Dekorationen ein. Für diese Dekoration gibt es die drei Attribute Gemütlichkeit, Haltbarkeit und Ästhetik. In jeder Kategorie muss eine passende Dekoration ausgewählt werden. Alle drei Attribute insgesamt gerade richtig und nicht mehr oder weniger den Anforderungen entsprechen. Die Dekoration wird in Form eines Symbols oben links im Fenster angezeigt. Neben dem Hauptattribut werden auch weniger Attribute gewählt. Ja, ja, bla bla bla. Ja gut, okay, ich kann schon sehen, wo sie die ganze Kohle reingesteckt hat. Guck mal, wie lasst das weg. Wer weiß, was die Viecher machen.
Oh, warte, es geht oben weiter. Ich verstehe solche Dinger nicht. Ich meine, die machen noch null Sinn. Wobei du hier coolen Figuren ausstellen könntest und so. Ich denke gleich wieder weiter. Ich meine, man stellt hier die Regale so entlang und kann sie dann von allen Seiten aus anschauen. Aber für einen normalen Haushalt ist das halt totaler Schwachsinn, ey. Du zahlst für einen Raum, den du nicht nutzen kannst. Ich meine, klar wirkt ein bisschen offener oder so, aber... In einem aktuellen Zustand nicht... Ja. Gemütlichkeit. Das ist auch Gemütlichkeit. Da komme ich aber voll drüber. Dann machen wir das weg. Machen wir Haltbarkeit. Das ist das da. Weil man muss sich jetzt. Ich muss sich das genau. Warte mal. Nein, warte mal. Nochmal. Ich muss genau in den Punkt kommen. Aber ziehen andere wieder was ab? Hä, ich komme doch da gar nicht genau rein. Ach, andere geben auch ein bisschen was dazu. Ah, ja. Okay, das bringt ja gar nichts. Oh. Was ist das für Katzen? Jetzt komme ich erst drauf. Jetzt sehe ich erst, was ich da alles hingestellt habe. Bist du bescheuert? Das sind Katzen, Alter. Ich meine, ich mag auch Katzen, aber... What the fuck? Ist immer egal, reden wir über das Geschäft. Es gibt Essen und Getränke. Kann jetzt aber wissen, dass du so viel zu tun hast. Okay, und jetzt? Jetzt gehe ich zur Katze hin und... Was mache ich jetzt? Ah, füttern. Keine Ahnung, ich habe einen Haufen Dingen hier. Mit den Katzen spielen. Oh. Du kannst deine Katze auf dem Katzenthron wählen und direkt eine Katze zum Spielen einladen. Zunahme der Katze kann einen der drei Zustände vertraut annehmen und unzertrennlich annehmen. Von 8 verschiedenen Stellen streicheln, darunter das rechte Ohr, das linke, das Gesicht. Ja, wir sehen so. Katze zu streicheln, wenn du eine Katze an einer Stelle streichelst, die sie mag, erhöht sich ihr Zugeneigung, nicht mag, geht's runter. Wiederholter Streicheln einer Katze an derselben Stelle führt dazu, dass sie sich Zuneigung durch das Streicheln an dieser Stelle immer weniger und letztendlich gar nicht mehr erhöht. Okay. Das macht keinen Scheiß. Hallo Katze. Ohren? Wow! Okay. Davon magst du auch, aber eher weniger. Da hätten es aber 40. Jetzt machst du es komplizierter. Also bleib mal ruhig hocken, ey. Da ist auch in Ordnung. Achso, ich kann es nicht zu oft machen. Da ist er schon wieder 10. Erst Fütter. Jetzt habe ich sie gestreichelt. 20. Geht jetzt da oben? Oh ja. Ach ja, stimmt, aber linkes Ohr, rechtes Ohr. Ja, Entschuldigung. Aber warum geht jetzt linke? Bist du bescheuert? Was hast denn du für einen Schatten, ey? Ja, hol dir deine Belohnungen ab. Ja, aber wenn, dann machen wir weiter. Warte mal, kann ich eigentlich irgendwie... Da geht's auch, ne? Hä? Achso, durchs Füttern wahrscheinlich, ne? Kann ich noch mehr machen? Die Pfoten gehen auch. Oder der Schwanz geht auch. Entschuldigung! Bleib mal locker! Aber an den Pfoten geht. Schwanz fand sie nicht so geil. Was war noch?
vorne habe ich schon, da habe ich. Gesicht habe ich aber auch schon, ne? Wie gehe ich jetzt mehr hin? Achso. Warte mal. Stimmt, füttern erst hier. Mona? Warte, wo kommt die Mona her? Denk mal so. Wann habe ich die Mona jetzt ausgewählt? Miau, miau. Grüßt die Katzen wirklich so? Ist die Betonung nicht ein bisschen ungewöhnlich? Miau. Eistor hat überhaupt nichts verstanden. Mona versucht, die Katzensprache zu sprechen. Mona, so spricht man das nicht aus. Versuch sie anzubilden. Ja, das klingt eher nach einem Löwen oder Tiger. Wann wirst du dann noch Kätzchen völlig verängstigen? Oh, Palmon, das stimmt, dass man so hört. Die arbeitet wirklich auf dem flauschigen Katzenschloss. Aber das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wir helfen nur Valeria und Rosaria aus. Eher wie Berater. Dieser Titel hört sich mächtig beeindruckend an. Das große Astrologe Mona, möchtest du eine Katze als Assistentin für deine Sternbeobachtung adoptieren? Nach meinem Wissen über Astrologie sollte es nicht schwer sein, einer Katze beizubringen, Sternbilder zu verstehen. Sie könnten sogar mit ein paar Texte schreiben. Ein verstohlener Blick auf Eistorte. Schaut Eistorte direkt an. Was? Oh, miau. Vergiss, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Wenn man kein tiefes Wissen über Astrologie hat, kann man nur Texte schreiben, die zu oberflächlich sind, um eine Einsicht in ein Thema in Ausdruck zu bringen. Okay, wenn wirklich eine Assistenz... Eine Assistenz bräuchte... wäre es besser, nach Fontaine zu gehen und einen Sekretär vom Dampfvogel anzuwerben, okay. Sterbenbilder, ja. Wenn ihr wirklich eine Katze adoptiert, wäre das Spiel das Einzige, das ich mit ihr mache, um vielleicht ein wenig Erholung von der wissenschaftlichen Arbeit zu finden. Schlechte Samtpfotenbetreuerin sein. Wenn du müde wirst, ist es am besten, wenn auch die Katze vom Spielen müde wird und sich ausruht. Bevor ich dieses Zimmer betreten habe, hatte ich keine Ahnung, dass es lustig sein kann, mit Katzen herumzuhängen. Wunderbar wäre das Leben, wenn wir immer so glücklich wären. Scheint sehr schon sehr erwartungsvoll. Du bekommst die Katze. Wir können sicher sein, dass sie in guten Händen ist. Ich hörte auch, dass manche Katzen recht umtriebig sind. Sie springen überall in die Wohnung herum und kratzen und beißen in die Möbel. Manuskripte und Astrologiebücher von einer Katze zerflattert würden, wäre das echt kein Spaß. Kostbare Bücher zu Konfetti zerbeißen, sowas Furchtbares mag Paimon sich gar nicht vorstellen. Eistorte wirkt zwar sehr manierlich, aber sie kann wohl meine Gedanken nicht lesen. Wir haben wohl keinen Draht zueinander. Lieber noch etwas umschauen und nach einer gehorsamen Katze Ausschau halten. Außerdem muss ich die Ausgaben für Katzenbettchen und Futter berechnen. Es soll nicht so verschwenderisch sein, aber die Katzenseele soll ja auch nicht darben. Schon gut, lass dir Zeit. Valerina sagt, sie wird in Zukunft noch mehr streunende Katzen adoptieren. Wenn du also heute kein passendes Kätzchen findest, kannst du jederzeit wiederkommen. Miau. Ja, aber lass mich sie jetzt erstmal füttern. Kann ich sie nicht füttern? Hä? Ich spiel hier nochmal mit dir. Warum ist das wieder runtergegangen? Was soll denn das? Achso, wenn ich mal weggehe und dann wieder hingehe, kann ich das wieder machen. Okay, cool. Ja, dann ist es ja voll easy, Mann. Ja gut, es ist an sich voll easy. Jetzt schau, dass du dich wieder hinstellst. Ich will das fertig machen jetzt. Und ans Pötchen. Ja, eine Katze ist unzertrennlich. Okay. Ah, da ist zwei. Oh, nur weil ich lauf, Mann. So. Nee, so. Voll drüber. Hä, wie krieg ich eine Gemütlichkeit hin? Ach so. Nee, so bringt's aber auch nichts. Okay, oder so. Aber wir brauchen noch eine Katze. Eine Katze spielen. Wir brauchen eine neue. Nachdem du eine Katzenhütte eingerichtet und eine Katze gefüttert hast. Ja, aber ich darf sie nicht füttern.
Ach da, füttern. Ach doch, ja. Oh. Starr eine grau-weiße Hasenflinke Katze vom... Ach Gott, das ist ja so. Hey. Sehr gut. Ich kenne doch keine Katze, die hinter den Ohren nicht gestreichelt werden will. So, und die mag jetzt das nicht. Oh, auch. Okay, hol dir deine Belohnung ab. Ja, wir sind noch nicht fertig. Hm, hat die keine Stelle, wo sie nicht macht? Ah, Pfoten mag sie nicht. Ja, jetzt Maul. Ist jetzt wegen Aufregung oder was? Da, schau. So, unser Training passt. Hört auf, immer einfach vor mir aufzutauchen. Hey, Amber. Miau, 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 miau. Das ist alle machen. Miau, 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 miau. Ach, die heißt Häschen. Häschen, also auch Amber haben recht. Oh, so ist das also. Aber echt, so ist es. Eigentlich hat Paimon das auch nicht ganz verstanden, aber es ist offensichtlich, dass Häschen und Amber sich einig geworden sind. Paimon, da seid ihr ja. Ich wollte euch gerade suchen. Alter, ich stand vor dir. Du bist sogar an mir vorbeigegangen, um da hinzukommen. Bist du bescheuert? Oder ist sie von oben reingeflogen? Ich habe schon von Fräulein Valerina gehört, dass sie im flauschigen Katzenschloss aushelft. Was wirklich zu dir ist, was gerade zurück zum Mondstadt angekommen, seid ihr schon so eine große Hilfe. Bin ich ein Ehrenritter und ich kümmere mich um alles. Die Behütung der Kätzchen vom Mondstadt ist eine meiner vielen Verpflichtungen. Aber wovon haben Amber und Häschen gerade gesprochen? Ihr scheint euch köstlich amüsiert zu haben. Miau, miau. Ich frage Häschen gerade, wie heute das Wetter wird und ob es regnen könnte. Ha? Wissen Kätzchen solche Dinge? Fräulein Lisa sagt etwas in der Art. Ein Buch zufolge, das Fräulein Lisa gelesen hat, reagieren Kätzchen sehr empfindlich auf feuchtes Wetter. Mögen sie es überhaupt nicht, nass zu werden. Wenn sie plötzlich Erhöhung der Luftfeuchtigkeit spüren, werden sie unruhig und fangen an, sich das Gesicht zu putzen. Entschuldigung. Und ihr Fell zu lecken. Und als Kätzchen dieses Verhalten zeigt, es davon auszugehen, dass ein Gewitter bevorsteht. Hä? Aber putzen sie sich nicht den ganzen Tag? So nichts von dieser geheimnisvollen Sache, wie durch Zufall wieder etwas Besonderes gelernt. Wenn wir auf unsere Reisen die Katzen im Auge behalten, dann werden wir nicht immer von diesen dunklen Wolken überrascht und durchnässt. Wir wüssten das mal, das passiert sowieso ständig immer wieder. Gibt's nicht wirklich mehr darauf achten. Nein, ich bin heute hier, um Valerina etwas zu fragen. Und als wir gerade miteinander reden, schleicht dieses Kätzchen heran, legt sich neben mich auf den Bauch und gähnt herzhaft. Wie niedlich. Die war die ganze Zeit da, Mann. Ich habe sie gestreichelt. Willst du mich verarschen? Wenn ich sie mir zutraulich verhält, dann sonst sollte ich auch freundlich zu ihr sein. Nein, wie es Fräulein Lisa mir erzählte. Also frage ich nebenbei Häschen nach dem Wetter. Putzte Häschen ihr Gesicht und wackelte erst mit dem Schwanz und kuschelte sich an meine Hand. Und dann kommen die Tage regnen oder nicht? Was weiß ich, Alter? Überzähles Zeug. Dass ich wegen dem Laufen das nicht nutzen kann, ne? Oder geht's nochmal eins runter? Oh, fertig. Es geht irgendwie voll easy. Soll ich Eris oder Cloud zeichnen? Na, Cloud hast du ja schon, dann mach Eris. Futtern. Keine Ahnung, hier gibt's ein Steak. Wann aber plötzlich wieder eine kleine pechschwarze Wolke? Mit der Katze spielen. Wobei er das eigentlich nicht spielen, das nämlich streicheln sehr bloß. Okay, das mag sie. Die mag das am Schwanz jetzt nicht, oder? Oh. Kannst du jetzt mal ruhig sitzen bleiben, Mann? Ah, okay. Rücken mag. Echt, Alter, eine Katze, die das mit dem Rücken nicht mag? Ja, bleib locker. Wo soll ich das wissen? Du erzählst ja auch nichts von dir.
Na komm, da. Oh, kannst du mal mit dem Strampeln aufhören jetzt? Geht es bei dir, bei ihr eher hoch? Hä? Ne, ich habe auch mehr Punkte bekommen, ne? 40 statt 30. Ja, wir sind fertig, kannst du wieder gehen. Wer ist jetzt da? Alles klar, ich habe mit jedem gerechnet, aber nicht mit ihm. Hey, Racer, altes Haus. Ah, scheiße, das Vorlesen wird lustig. Miau. Mir sei es, ich spreche. Sprechen sprichst du mit Graubart, Racer? Miau, miau, miau. Graubart will anscheinend sagen, das stimmt, oder? Schnuppert einen bekannten Duft, sucht Freunde. Sehr gut, zufrieden. Miau, miau. Der Duft zieht die Freunde an, da bist du auch... Bist auch da glücklich. Du bist auch da glücklich, du duftest nach dem Wind und Regen sehr vertraut. Der Duft der Katze auch vertraut. Paimon süßer Duft gut. Hä, ob das Duft von Eierkuchen ist, die Valerina uns gegeben hat? Hat Paimon so viel davon gegessen? Ich habe dir die Hälfte von meinem gegeben, erinnerst du dich? Das hat Paimon gar nicht aufgefallen. Ach, das kommt nur daher, weil ich Eierkuchen so lecker sind. Ich möchte auch süß mariniertes Hähnchen und Steak mit Kartoffeln. Warum geht's jetzt ums Essen und dazu Apfelschorle? Speiseplan ist sowas los, lasst uns zu Valerie gehen und bestellen. Racer, du kommst auch mit. Danke, danke sehr. Graube hat mir ganz viele Nüsse gebracht. Das Fleisch aus der Schachtel, ich bin satt. Also der Fräulein Valerina ist bestellt. Valerina? Ich sag mal Valerie. Bloß Graube hat das gelieferte Essen Racer mitgebracht. Miau, miau. Paimon hat nicht geahnt, dass es sich umgekehrt die Katze hier im flauschigen Katzenschloss um die Kunden kümmern würde. Das ist wirklich ein wahrer Katzenfristerer. Okay. Kann ich jetzt mehr einrichten? Was ist hier los? Oh! Da geht's ja weiter. Ich dachte, die anderen kommen weg. Aber jetzt mittlerweile verstehe ich, warum die so viel Kohle hier rausgeschmissen hat, ey. Was zur Hölle hat die alles da? Ach du Kacke. Das ist zu viel. Brauchen wir aber Haltbarkeit und Ästhetik. Bäm. Füttern Fisch. Warte mal, kommt es darauf an, wenn ich da, was ich dir gebe? Boah. Sehr gut. Rechtes Ohr? Auch in Ordnung. Okay, das ist auch in Ordnung. Na, fuck. Was war denn das, Alter? Du kannst nicht mal richtig zuhauen. Komische Katze. Gut, dass das im echten Leben schneller geht. Warte, darf ich dann die rechte Pfote nutzen? Oh. Oh, das war ja auch schlecht. Ups. Ja, passt schon. Machen wir nächstes Mal weiter. Fischl! Ah, scheiße, das Vorlesen bei ihr wird immer schlimm, ey. Müsst ihr denn hier wirklich jeden holen, der irgendwie komisch redet? Ein Ort, wenn der Name flauschiges Katzenschloss angepriesen wird, ist das aber doch reichlich gewöhnlich, um nicht zu sagen schäbig. Zumindest sollte wohl einige aus Purpur-Rachat-Reben geflochtene Schaukel drin sein und aus Tiefsee Meersalz gefertigte Kerzen. Faltern aus reinem Silber, die ihr Licht auf die mit dem Motiv des Abendsterns verzierten Katzennäpfe werfen. Skulpturen aus eingeschmolzenen alten Münzen verlorenen Dynastien, seltenen Perlen aus den Tiefen der Fjorde sowie Morgentau auf eine Skulptur nach dem Bild der Katzengefährten herzustellen, zweifellos eine gute Wahl sein.
Du hattest die gleichen Gedanken, nicht wahr, Katzenfreund? Du hast mir deinen Namen noch nicht verraten. Überleg dir gut, was du sagst. Mir deinen Namen zu nennen, ist ein Privileg sondergleichen. Miau. Dusselchen. Echt, alter Dusselchen. Sein Name ist Dusselchen, verehrte Prinzessin. Dusselchen ist nicht der Hellste. Er kann eure ausgewählte Ausdrucksweise nicht verstehen. Seid bitte nachsichtig mit ihm, eure Hoheit. Hey, warte mal kurz. Unmöglich. Warum bekommt Paimon immer solche Anwandlungen, wenn Fischl auftaucht? Schon in Ordnung. Ich leg gleich noch eins drauf. Ganz wie erwartet, ihr beiden Katzenflüster aufs Neue durch die Fäden des Schicksals gezogen, die vor mir mich begeben. Ich ein rührendes Wiedersehen. Und diese Anrede, es scheint Fischl hat von Valerina über die ganze Sache erfahren. Dank eurer klugen Planung lasse ich Inspirationen, die ich bei meinen letzten Überlegungen über Nachtreich gesammelt habe, mühelos in die Praxis umsetzen. Ich gedenke den Katzengefährten mit der schärfsten Sinne und dem klügsten Verstand auszuwählen, damit er mich auf meine Wege begleitet. Miau. Fischl möchte also auch eine eigene Katze adoptieren. Das ist nur verständlich, die meisten Menschen wollen ein Kätzchen haben. Sie erst mal gesehen haben, wie putzig sie sind. Aber Fischl hat nicht schon los. Dann seid ihr beide ganz schön schnell unterwegs. Kann so ein Kätzchen da mithalten? Oder sollte Ost das Kätzchen tragen, während er fliegt? Ich durchquere regelmäßig tausende von Welten. Auch wenn die Reise nicht von lange dauert, so wäre dann weiterhin eine angenehme Begleiterin, die ein Auge für das haben, was sonst übersehen wird, natürlich nichts auszusetzen. Ost hat ja auch gerne mal als eine Katzengefährtin zum Spielen räuspern, mit dem man sich zusammentun kann, um zu garantieren, dass meine Laune in jede Sekunde des Tages so hell wie das Morgenlicht ist. Schade, dass Oss auch in einem Moment, wo er sich von seinem zugänglichen Seite zeigt, seine Aura der imposanten Macht nicht vollständig verschleiern kann, ihm unmöglich macht, den Katzengefährten nahe zu kommen. Oss den Katzen weniger als 5 Schritte nahe kommt, wird er ihr Fell zu Berge stehen und sie blähen sich auf wie eine schwebende Zauberselfrucht. Verfallen in Panik sucht das Weite. Die treuen Ordensschwester des Anemo Archon empfahlen, Ost soll sich draußen ausruhen, was ein guter Ratschlag war, sodass ich stillschweigen mein Einverständnis gab. Imposante Macht, Piper versteht langsam. Ost besitzt so eine ausgeprägte Elektrokraft, dass alle Katzen das Fell in Brand gesetzt werden können, würde er das flauschige Katzenschloss betreten. Wie sollen die Katzen dann jedes Mal mit Fischl auf Reisen gehen? Wenn es in Teviat nur ein Material gäbe, das eine Einwirkung von Elektrokraft widerstehen könnte. Dieses Mal 3 Katzenkleidung herstellen, so könnte sich Fischl und Ost zusammen mit der Katze auf den Weg machen. Miau. Her damit, ich brauch's zuerst. Ich zieh's an und werde damit Elektroschleime zur Strecke bringen. Aber genau genommen ist Elektrokraft unglaublich mächtig. So ganz nebenbei ein Materialfan, dass er den Elementarkräften widerstehen kann, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aufhören, zu Tag zu träumen. Es soll ja auch um die Katzen gehen, Alter, und ihr labert da irgendwas von Rüstungen. Wie naiv, man sollte nicht versuchen, die Talente der Katzengefährten nach alltäglichen Kriterien zu beurteilen. Die beschränkte Ausdrucksweise von den Menschen reicht nicht aus, um ihre eigenen einzigartigen Merkmale zu beschreiben. Irgendwo auf dieser Welt ein Katzenwesen, welches unter Wasser tauchen, Feuer standhalten und im Wind trotzen kann. Donner und Blitzen müssen sich diese Wesen natürlich nicht mehr fürchten. Beharrlich suche, werde ich gewiss nicht fehlgehen. Mag es auch ein Jahrzehnt oder ein Jahrhundert dauern, es ist doch nur ein flüchtiger Moment auf dem Ziffernblatt des Immernachtreichs. Nachträglich erworbene Entwicklung von... Alter. Eraser war wenigstens voll kurz, ne? Aber das nachträglich erworbene Entwicklung ist von beträchtlicher Bedeutung. Wie ich sehe, schlummert ihr Dusselchen beachtliches Potenzial. Vielleicht wird er sich an Elektrokraft gewöhnen, wenn er etwas Zeit in meiner Seite verbringt. Zufall will, habe ich die Prinzessin nach erledigt unzähliger schwieriger Angelegenheit gerade etwas Freizeit. Das schadet es nicht. So. Etwas hier zu bleiben, die Katzengepflogenschaften zu begutachten. Vornehmlich Dusselchen. Miau. Hey, dann wünscht Paimon dir viel Vergnügen im flauschigen Katzenschloss, Fischl. Boah. Wer wäre das Letzte? Sucrose? Hä? Achso, stimmt, ich war mit der noch gar nicht ganz fertig, ne? Was labert Fischl? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht mal Fischl weiß, was sie für labert. Ja, sehr gut. Und tschüss. Hm? Nein, er fehlt noch. Hey, nein, ich wollte die Sachen einsammeln. Hä, aber ich kann es gerade nicht einrichten.
Hä? Zwei Tage warten. Wow. Achso, die Quest ist nicht markiert, deswegen. Hä? Ja, ich weiß schon. Lass mich doch jetzt erstmal schauen da. Da ist es. Deswegen, es war nicht markiert. Dass ihr alle heute so hektisch seid. Mach dies, mach das, mach hier. Ja, diesmal warte ich keine zwei Tage. Vier Tage waren sie. Ah, große wütende Katze. The cat is hissing at me, Miss Rosaria. I'm scared. You should probably give him some space. Get too close and all that swatting might catch you in the face. Oh no, seems like Valerina has run into some more cat-sized trouble. Sieht aus, als ob eine streunende Katze in das Tierheim eingedrungen ist. Ein Einzelgänger in das Tierheim eingedrungen. Honorary Knight, Cat Whisperer. This big cat just barged in here after Snowball. He must have spotted her when she went out for a walk and followed her all the way back here. Der ist auch voll groß, Alter. Easy, no one's going to hurt you here. Oh, das hat er hier wirklich leicht. All those evil things, all those bad people who forced you to do whatever it took to survive, they can't find you here. You're safe within these walls. Was hat denn der überhaupt für einen Halsband an? You're surrounded by good people now. Their constant hovering might get a little annoying, but it's all for your own good. Just relax. A life of leisure isn't a bad thing, you know. You just have to get used to it. Du musst doch gemeiner werden, wenn wir ihn ins Messer laufen lassen. Danke. Erstmal Timeout verteilen, nix Schmatte. Fauchmiau. He understood all that? Ja, aber er spricht nur Dänisch. Looks like it worked. Smart cat. Whoa, this cat is way bigger than the others. His coloring looks like fresh squeezed Bulefruit juice. And he's wearing a scarf too. Huh? Looks like there's some sort of design on it. Oh, it's the symbol of the Knights of Avonius! Wie kommt man auf das? Seine Färbung sieht aus wie frisch gepresster Blasenmandarinensaft. Was ist los, Alter? He deserves a name fit for a knight then. He is pretty feisty. How about Sir Pancelot? Sir Pancelot? Oh fuck, der ist ja mal nur geil. Und wir kriegen einen deutschen Ritter Sprungbold, ey. Sir Pancelot, Alter. You really do have a way with cats. He looks way more at ease now. Paimon thinks you deserve to take the credit this time. Sir Pancelot seemed to calm down right after everything you said to him. Alter, jetzt brauche ich eine neue Katze mit dem Namen, Alter. Nein, ich wollte mir keine Katze, deswegen holen wir haben schon vier. Und einen Hund. Und einen Bruder. Aber Sir Pancelot ist halt nur ein geiler Name. Fast ein bisschen zu lang, aber steh dich immer besser mit den Katzen, Rosaria. It doesn't matter to me either way. Although, the fact that they're cute doesn't hurt. Sir Pancelot, Alter. Let Paimon show you how to put Sir Pancelot completely at ease. Paimon just needs to work a bit more of her magic and he'll be as happy as can be. Der Name ist genauso geil wie gestern in Final Fantasy 7, wo ich aufgenommen habe in Rebirth.
Da musst du was, da musst du eine Challenge machen und da kommt der eine Typ, Alter, und weiß seinen Namen vom Cloud nicht mehr. Hey, da ist Klaus Steif. Ich fand das so geil, Alter. Statt Cloud Strife, Klaus Steif. Ja, das Argument ist gut. Wir erinnern uns an lustige Momente, bei denen er nicht genau. Ja, das ist ja das Einzige, was bei mir was ausmacht. Nachdem er sich zum Affen gemacht hat. Hey, jetzt wird's langsam unfair. Böser Chat. Gut, es sind eigentlich nur zwei, aber böser Chat. Haltbarkeit. Mehr das da. Ah, okay, nee, eher weg. Mach mal erstätig. Okay, das ist zu viel erstätig. Fuck. Ja, aber das ist dann schon wieder zu viel. Ja, das ist dann auch wieder blöd. Kann ich das auch weglassen? Nee, dann ist es blöd. Komm, erzähl, was brauche ich nicht? Das gemeinsam flüstern, dass da. Hä, hatte ich das nicht auch schon mal? Ah. Ich glaube, ich habe genau eins falsch gemacht. Ja, genau, ich habe das da unten nicht genommen. Sie sind halt so selten. Passiert das nicht eher ständig? Füttern, der kriegt das Steak. Der Sprungbold, Sir Petzelot entspannt sich. Ja. Wie er halt sogar fucking Muffins hier hat. Du kannst doch nicht Muffins hinstellen. Und Macarons, die sind bestimmt von der Navia. Katze spielen. Alter, Junge, beruhig dich. Ja, Alter, bleib mal locker jetzt, Alter. Dass es sich überhaupt so rumwälzt, wirkt bei ihm gar nicht so. Okay, das mag er auch. Aber die rechte Seite nicht. Oh. Okay. Fuck! Ich hab nicht mal gewusst, dass die weglaufen können. Okay. Der linke war in Ordnung. Vorne war schlecht. Pfoten waren beide gut. Schwanz war nicht in Ordnung. Ja, weil der Sack halt aber auch vier Stellen, drei Stellen hatte, wo schlecht sind. Elender Penner. Kurz weggehen, gehen wir gleich wieder rein. Eigentlich kannst du voll gut bescheißen, sobald du das erste hast. Rausgehen, wieder reingehen, alles wieder in Ordnung. Zutraulicher kleiner Sack. So, fertig. So, jetzt zieh Leine. Hier ist gar keiner. Huh.
Sir Petzelot, Alter, das ist so ein geiler Name, Mann. Ne, Pouncelot. Ah, okay, Pouncelot passt schon besser, aber Petzelot finde ich geiler. Wobei Petzler dann eher wieder ein Bär ist. Sir Petzelot wäre wieder für ein Bär dann was. Sir Bouncelot. Okay, Sprungbolt passt dann schon. Auch wenn das Englische wieder geiler ist. You better be on your best behavior from now on, okay? Don't go causing trouble now. Paimon knows you're a sweet, happy little cat. You'll get a... He's so adorable. I just want to scratch his head and pinch his little cheeks. Nein, das mag er nicht, oh. He does have a certain endearing quality about him. When he's not causing trouble, that is. Huh. I wonder how he got that injury around his eye. The traces of restorative potion indicate that Sir Pouncelot should be in the vicinity. Willst du mir erzählen, dass das Albedos Katze ist und er... genau den Namen genommen hat, den Paimon ausgewählt hat. Hallo? Huh? Oh, it's the traveler Paimon and Sister Rosaria. And you must be an adventurer. I don't believe we've met. It appears Sir Pouncelot has taken quite the liking to you. Albedo! It's been such a long time! It's super great to see you! But are you sure you're in the right place? I'm assuming the captain of the investigation team is here for some important reason. Captain? He's a captain of the Knights of Favonius? An important officer just showed up without warning. And I don't even have any refreshments or snacks to offer. Please, allow me to explain, sir. I assure you, this shelter is operating under a legitimate business license. All proper procedures have been followed. Sind wir jetzt plötzlich in Liebe? Da haben wir, dass Albedo gekommen ist, ihr Geschäft zu überprüfen, sucht, weil er Rina verzweifelt nach einem relevanten Dokument, während sie den Zweck des Tierheims erklärt, weil Rina scheint von der Identität des Besuchers eingeschüchtert zu sein, nicht weiß, dass die Ermittlungstruppe keine solche Inspektion durchführt. There's no need to worry. I was simply in the area helping my team address a small issue. Namely, the location of this cat right here. Not too long ago, Interim Team Feline Treatment Case Number 3, Sir Pouncelot, knocked out the weapons officer who was watching over him. He then fled and disappeared into the city. Warte, was? Vor nicht allzu langer Zeit hat der ehrenamtliche Katzenritter, Behandlungsfall Nummer 3, Ritter Sprungbold, die Waffenbeauftragte, die ihn bewachte, niedergeschlagen, dann floh und verschwand in der Stadt. Alter, jetzt sehe ich erst, wie scheiß groß die Katze eigentlich ist. Ich meine, ich habe vorher schon gemerkt, dass sie groß ist, aber die werden sich auf die Hinterpfote stellen, die so groß wie ein Mensch. We knew we had to recover him as fast as possible. The cat belongs to the investigation team and even bears the insignia of the Knights of Favonius. If he were to wreak havoc across the city, well, that would hardly be a welcome result for any party involved. Gehört also eigentlich zur Ermittlungstruppe. You're saying Sir Pouncelot is capable of knocking out a knight? And what's with all those official-sounding titles you added to his name? Interim treatment case something or other? Is there something else you're not telling us? Well, I suppose I should explain. 2 months ago, Sir Pouncelot got lost in the wild and accidentally ingested whopperflower nectar. Due to certain effects that are not entirely understood as of yet, the nectar caused him to triple in size. Triple? Even regular-sized cats can get pretty bold when they're upset. A cat triple the size? Oh, Paimon bets even a hilly churl wouldn't be enough to scare off a cat like that. So that's what happened. No wonder he was so anxious. For cats, or really any animal that lives in the wild, a larger size doesn't exactly confer many advantages. What it actually does is make their appearance more noticeable and their movements less nimble. Which in turn means living in perpetual danger of exposing themselves to attacks from predators. In other words, it means living in a constant state of fear. Exactly. When Sir Pouncelot stumbled upon our encampment, he looked quite worse for wear. His entire body was riddled with scars, and he appeared exceptionally anxious.
That's awful. I guess he had a good reason for all that swatting earlier then. If all that had happened to me, I would be afraid of new people and strange animals too. You don't need to worry too much. The problem has already been solved. I administered a restorative potion to eliminate the alchemical effects of the Whopperflower nectar and help him return to a normal size. Ja, aber ich finde ihn cool so. Although he still might appear a bit larger than the average cat, his current size at least should pose no more threat to his quality of life. While in our care, various knights have been taking turns watching over him. In light of his feisty demeanor, Klee decided to call him Sir Pouncelot. We all thought it was quite fitting. We even made him that little scarf as a testament to his time among our ranks. Warte, achso, den Ding, ja. Wow, Klee and Paimon were totally on the same wavelength with this one. We thought of the exact same name. Great minds really do think alike. Ja, da auch nur klatscht, Alter. Sir Pouncelot's extreme level of anxiety and caution around people may be a result of residual trauma from the time of his transformation. You could say he was less than friendly towards the weapons and signals officers on our team. Klee wasn't around that much to entertain him either. However, it appears Sir Pouncelot has taken quite the liking to you. The knights on my team would never have imagined that he could warm up to people like this. Well, they are our dear cat saviors after all. The famed honorary knight and Paimon the Cat Whisperer. No matter how feisty or frightening the cat, after a few minutes with the Traveler and Paimon, they'll be as sweet as can be. If that's the case, then I have a question for you both. Would you be willing to adopt Sir Pouncelot? Wait, really? But doesn't he belong to your team? Well, we did take him in, but it was simply out of necessity. We were always planning to find him a permanent home after his condition became more stable. The investigation team is no place for a pet. We are a combat unit after all. Any knight he got close to would have to go on assignment eventually. It's hardly appropriate to just leave him at camp. And bringing him on our missions would only frighten him further. Ja, aber nur wenn du nicht so groß lässt. Huh? All good points. He's been through quite the ordeal already. For a creature like that, it's best to keep him away from potential triggers. That way he can slowly recover in peace. Hmm. We could set up a nice cozy little home for him in the Serena Teapot. It has everything he could want! And most importantly, no monsters. Großartig, willkommen in der Familie, Ritter Pouncelot. Hurra, du hast jetzt ein neues Zuhause. Thank you so much, Albedo! Oh, no need to thank me. If you find yourselves with some time on your hands, maybe you can bring him by the encampment sometime. I'm sure my fellow knights would love a chance to see his calmer side. That was so touching! I can't believe I got to witness such a special moment! I do believe this counts as the Furball Fortress's first successful adoption! Hey, my veil is not a handkerchief. It appears you enjoy interacting with small animals, Sister Rosaria. I must admit, I find that a bit surprising. Paimon can also sense that you're an animal lover, Rosaria. You definitely have a way with cats. You just haven't realized it yet. After Snowball warmed up to you right from the start, and you were the one that helped Sir Pouncelot calm down back there. Oh, I didn't really do anything, though. I was just there. Ah, I've got it. I've learned so many useful tips from our dear cat saviors recently. I've decided to extend the shelter's trial period for a bit in order to go over what I've learned. With some effort, I hope I can be a cat whisperer too one day. For now, though, I'll settle for cat whisperer in training. When I open for good, what do you say we run the shelter together, Miss Rosaria? With the two of us, we could rescue every stray in Mondstadt. Hmm, the sister and the whisperer working together. Almost sounds like it was meant to be. Oh, well, this errand hasn't proved to be too troublesome. It's light on work and stress. I suppose I wouldn't be opposed to your suggestion.
I don't know much about rescuing stray animals, but this seems to be quite the milestone. Allow me to offer my congratulations. If my fellow knights run into any strays, I'll be sure to tell them to send them your way. Thank you, thank you, thank you! I really can't thank you all enough for your support! Don't worry, there's a generous reward in store for each and every one of you. The trial phase of the Furball Fortress could not have been more successful. When we open for good, you all simply must come to the opening ceremony. We'll cut the ribbon together. Now that's what Paimon calls a successful commission. Rewarding in more ways than one. Mora, a sense of accomplishment, and of course, our special friend Sir Pamsalot. Talk about Paimon can't wait for the Furball Fortress to open for good. Eine coole kleine Mission und wir haben Ritter Pounzelot bekommen. Oder Bounzelot? Bounzelot. Stark. Fand ich mal schön. Oh, das ist auch ein cooles Chibi-Bild von der Katze. Nachwort? Auftrag abgeschlossen. Wow. Ach, da oben sind die Belohnungen. Alter. Ne, Probelauf habe ich gemacht, okay. Cool. So, Pause, richtig? Ich überlege gerade, was wir jetzt machen. Bei Legendenaufträgen haben wir keine mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Lynette sind wir fertig. Farus haben wir vielleicht in Ordnung. Wäre vielleicht interessant. Aber ja, gute Idee. Machen wir kurze Pause. Und dann machen wir vielleicht die Farus an. Mal die verbliebenen Teleporter vielleicht schalten. Außer vielleicht Aranara. Nee, ich hänge mich lieber auf als Aranara, Alter. Nee, okay, so ganz so schlimm ist es nicht, aber. Es ist knapp dran. Kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
So oder la.
wirklich mal vielleicht ein bisschen Erkundung. Könnten wir eigentlich schon machen. Nein, nicht Aktion, verpiss dich. Ja, komm, wir ziehen mal ein bisschen da durch die Lande. Nein, nicht unten, oben. Machen wir ein wenig gechillt heute mal ein bisschen, ohne mehr Story. Nächstes Wochenende ist dann eh Pause und dann übernächstes Wochenende geht's dann in die Vollen. Fontaine ist lustig zu erkunden. Ja, Fontaine geht wenigstens einigermaßen. Der verschachtelte Scheiß wie Sumero ist sowieso Gott sei Dank vorbei. Nächste Woche schon geplant. Achso, na dann, ja, nächste Woche in der Stream. Samstag und Sonntag. Nein, schmarre. Zweifacher Ertrag? Huh? Hä, so die Aktion ist doch gerade gar nicht, oder? Oder bin ich blöd? Nein, das war jetzt bloß ein Geschmarr, weil du gesagt hast, du hast dein Wochenende schon verplant. Warum zweifacher Ertrag? Elementaranomalie. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Machen wir erstmal den Käse. Durch den neuen Einsteigerbonus. Schon wieder? Wie oft habe ich denn? Immer noch? Ich dachte, der müsste mittlerweile weg sein. Scheiße, wo war denn das Ding nochmal? Abenteuerlizenz, oder? Ich verstehe gar nicht, wo das war, der Scheiß. Achso, das haben wir doch schon. Vorbereitung. Hä, Mission habe ich doch schon gemacht. Achso, ja, das kann ich auch einsammeln. Hä? Oh, ich habe die täglichen Belohnungen gar nicht eingesammelt. Ja, aber krieg ich das... Ah ja, stimmt. Das ist mir vorher schon wieder aufgefallen. Ich habe schon wieder nicht mehr gewusst, was das für ein Scheiß ist. Schon wieder? Hä? Was mache ich eigentlich? Okay. Begleiter der Heimkehr? Achso, das ist das da. Orte der Wiederkehr. Okay. Weg nach Hause. Ich bekomme sowas nicht. Ja, du bist auch jeden Tag online, 22 Stunden. Das ist so knapp. Nein, schmarre. Warte, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte das Ding abgeben. Wenn du dich über 14 Tage nicht eingeloggt hast, das schaffe ich ständig. Thank you for complete. Ha? Warum schaut Catherine denn so gequält? Add Astra. Hä? Warum schaut Kerstin so gequält? Diese Abenteuer hat die Prüfung auch nicht bestanden. Dann ist ein Problem besteht, weil die Prüfung der Gilde nicht bestanden. Hä, nee, nur 10 Minuten jeden Tag wegen Daily. Ja, ja, 10 Minuten, wo du nicht drin bist, meinst du am Tag. Keine interne Angelegenheit Gilde, sondern eine Mission von Forschungsinstitut von Tänien in Auftrag gegeben wurde. Ich glaube, davon was gehört. Palmer kann sich erinnern. Das ist die Mission täglich recht anschauen, nicht jeder ist dafür geeignet. Okay. Außer, das ist wie ein Dokument. Was mache ich? Also, hä? Wer war da hinten?
Achso, nur irgendein Typ. Nicht alle, selbst wenn er ein Abenteuer alle Dokumente zusammengetragen und als Zeugnisse vorbereitet hat, muss er immer noch unter Bestimmung, bla 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 bla. So streng. Es reißt mich ein wenig. Eigentlich nicht. Immer mit der Ruhe. Schöner Vortrag, will ich gleich nochmal. Wahnsinn, noch für die Dokumente. Anlage führst du die Formulare aus, wenn du teilweise unschlüssig und teilweise zögerlich schreibst, leert sich ein Tintenfass nach dem anderen. Der Berg der Dokumente auf dem Tisch nimmt euch langsam abgetragen. Was? Weil gerechte Mission schon zu Beginn so mühsam wird. Das mache ich ganz bestimmt nicht, Alter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr und das Ding hat erst angefangen. Die Musik ist schon speziell. Ey, das erinnert mich an das Lied, wartet mal. Es kennt doch ihr bestimmt auch. Ich finde den Beat immer irgendwie noch cool. Kobold. Flöte. Ja, das da. Chedikul. Das da, kennt ihr das? Irgendwie ist der Beat hat irgendwas, auch wenn es total durch ist. Und es ist auch Kumpel. Fand ich irgendwie cool damals. Schon ewig alt, Alter. Wann war denn das hier? Vor 11 Jahren? 24 Millionen Aufrufe, Alter. Macht der eigentlich noch mehr? Ne, der wandert bloß überall rum und macht so einen Scheiß. Ich glaube, da gab es auch Memes dazu, Alter. Keine Ahnung, oder das ganze Ding ist wahrscheinlich schon ein Meme. Aber das hat mich jetzt irgendwie dran erinnert. Ich fand das damals irgendwie cool. Das hat halt irgendwas. Kommt mir fern bekannt vor. Ey, sag ja, das war mal, irgendwo war das mal relativ bekannt. Das ist überall rumgegangen, aber... Es ist halt auch schon ewig her, Mann. Da standen jetzt 11 Jahre, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor 11 Jahren überhaupt schon gekannt habe. So, swimmity swim. Kenn ich nicht. Ja, du bist zu jung. Ja, Jungspunde da wieder. Nix kennt es mehr. Früher, als man nur zum Wasser laufen mussten und 200 Kilo Wasser mit dem Eimer rumtragen mussten, davor. Keine Ahnung, 100 Jahre oder so. Nix will die Jugend halt mehr machen. Weil ich mir mittlerweile mit 37 auch schon scheiß alt vorkomme manchmal. Ich habe neulich hat man es über in der Arbeit über irgendein Spiel. Und dann habe ich nachgeschaut, wann es war. Es ist halt 15 Jahre her gewesen. Und ich so, boah, fuck, Alter.
bist 21. Ich arbeite länger, als du alt bist. Du bist 37? Ja, ich bin schon 37. Das ist ja sogar 38. Holy shit. Ja, ich hab's mir gerade gedacht, jetzt, wenn Navi 21 ist. Das sind 16 Jahre drauf, ja. Ich habe schon ein Jahr gearbeitet, bevor sie überhaupt geboren war. Oh scheiße, das schaffe ich gar nicht. Wie komme ich denn da hoch? Das ist so hart, wenn man das so ausspricht. Ich meine, mich stört es, dass ich 37 bringe, was mir am Arsch vorbeigeht. Aber wenn du dann solche Daten dann raushauen kannst, so... Ja, ich habe schon 20 Jahre Gerber da, hast du nur noch mal gelebt oder sowas. Das ist dann schon wieder hart irgendwie. Oder was hat man auch so drüber so... Damals, als ich noch in die Schule gegangen bin, vor... Oh, fuck, 21 Jahren. Warte mal, nächstes Jahr habe ich dann so 2 Meter grauen Bart, einfach so wie Gandalf. Ich bin so alt. Ich habe nur gesehen, wie das Rad erfunden wurde. Ich war dabei, als die Nazis auf Dinosaurier geritten sind. Halt, warte. Wobei es ja eigentlich dann noch krasser ist, wenn du, also so jetzt vom Gedanken her, wenn du so sagen kannst, ey, ich war damals dabei, als der Fernseher erfunden wurde oder sowas. Also ich jetzt nicht, ich meine jetzt noch ältere Leute. Vor 20 Jahren gab es noch keine netten, erschwinglichen Laptops. Ja. Und das waren, glaube ich, auch noch ziemliche Klopper oder so. Und heute hast du halt ein Tablet. Danke, ist nah dran. Delfin? Okay, eher ein alter Delfin. Alter kannst du heutzutage sowieso vergessen, irgendwen einzuschätzen. Ich war wenigstens dabei, wo es das erste iPhone gab. Ich war dabei, als es das erste scheiß Handy gab, Alter. Obwohl, doch, da war ich auch schon da. Mein Vater hat damals mal eins gehabt, das erste Handy, Alter, das war halt noch so. Das war so ein scheiß Klopper, Alter. Das hat eher ausgeschaut wie so ein fettes, keine Ahnung, Militärtelefon. Ich war dabei, als der Internet-Button noch böse war. Ja, da war ich auch dabei. Ich habe damals auch mal einen Handyvertrag gehabt. Nicht so vor, als wärst du 37. Ja, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Alter, wie fucking hoch geht denn das noch? Wir hatten die Idee gehabt, da so hoch zu gehen. Achso, ja, das war ich. Geistig und körperliches Alter können weit auseinanderklaffen. Ja, erstens das. Und zweitens, selbst,
Selbst Jüngere kann es heutzutage echt sauschwer einschätzen. Ich meine, das war zu meiner Zeit damals schon. Ja, aber zu meiner Zeit ging es noch einigermaßen, aber in der heutigen Zeit ist es schon richtig hart. Ich meine, wir hatten neulich einen Praktikanten in der Firma. Das habe ich gesagt, ey. Der ist doch bestimmt auch erst 15 oder so. Nee, der studiert schon seit 3 oder 4 Jahren. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe von richtig falsch eingeschätzt, das war in meiner alten Firma damals. Das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung wie lange her. 12 Jahre. Wobei, nee, vor 12 Jahren habe ich aufgehört. Keine Ahnung, sagen wir mal 13, 14 Jahren. Die hatten eine Leiharbeiterin. Muss ich da drauf? Ja. Die hat 4 Kinder gehabt oder so. Es war so... Es ist nicht mal beleidigen, es war so eine Assi-Alte. Also beleidigen für sie schon, aber es ist halt die Wahrheit einfach. So eine Assi-Alte. Alle 5 Minuten neuen Typen und keine Ahnung was. Dann habe ich damals zu meiner Mutter gesagt, naja, sie halt mit ihren 50 oder so. Die hat auch, ich weiß nicht, keine Ahnung was das ging, die hat auch schon einiges hinter sich oder sowas. Und das hat meine Mutter, du Alter, die ist 35. Da war ich damals, ich war 20 oder so. Einer geht bald in Altersteilzeit. Ich dachte, er wäre um die 50, er ist 64. Ja, das ist das Nächste. Ab einem bestimmten Alter kannst du es eh vergessen. Und wenn du ihnen dann sagst, du schaust aus wie 70, Alter, oder eher wie 60, Alter, dann hast du sowieso verloren. Warte mal, wo geht denn das jetzt dann? Hm? Ist da eine Höhle? Ich rasiere, bin ich 25. Deswegen rasiere ich mich nie ganz. Ich habe immer einen Bart. Mindestens 3 Tage Bart. Weil ich kann mich nicht ausstehen, wenn ich keinen Bart habe, Alter. Das geht nicht mehr. Ich habe neulich mal zu viel wegrasiert, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wow, genau da war halt auch eins. Also ich bekomme schon hier überall. Nur hier wird's dünner. Da schaut's dann bloß aus, wie wenn ich einfach zu faul zum Rasieren bin. Was ich auch meistens bin. Ein bisschen Bart ist besser als gar keiner, ja. Ich meine, es gibt viele, denen steht es, wenn sie gar keinen... Nein, nicht in der Quest! Hier liegt jemand, ja lass ihn liegen, Alter, geh weg! Die ohnmächtige Person untersuchen. Bereits, er lebt noch, aber er ist nicht bei Bewusstsein. Nein, lass ihn liegen, der liegt da noch länger. Puh, ein Glück, lass uns schnell Hilfe suchen, wir können nicht einfach tatenlos daneben stehen. Wir waren zum Lumidos-Hafen zurückgebracht. Die Leute im Hafen haben ihn dann sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Leichter kehrte dann zum ursprünglichen Ort zurück. Einmal näher betrachten. Das ist der Orthahn des Wunsches, des Tempels des Wunsches, die Kammer des Wunsches, was? Sprüche in einem Augenblick geboren, ewige Ruhe bei dir, immer vereint, befleckt mit folgender Sünde. Scheint sich um ein Rätsel zu handeln.
Was könnte die Lösung sein? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst, Traum. Ich wollte doch nur den Ding aktivieren. Hä? Achso, das ist unten. Warte mal, wann habe ich jetzt das aktiviert? Hä? Hä? Oh, da. Oh ja, ich habe mir aktiviert. Ich bin dann bloß weitergegangen. Nein, 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 nein. Ich bin überhaupt nicht total verpeilt. Lalalala. Für dich. Lass deinen Bart wachsen, bis Update 5.0 kommt. Nein, bin ich bescheuert. Mir ist schon nach 3 Wochen auf den Sack gegangen. Zu viel Bart steht mir auch nicht, finde ich. Wobei, vielleicht schon, aber dann müsste ich ihn wahrscheinlich ein bisschen pflegen und... Das geht mir dann wieder auf den Sack und dann nervt's ihn. Mein Ex hat nur so ein Unterkinnbart-Ding. Voll Katastrophe. Ne, Unterkinnbart finde ich auch nicht gut. Grau heißt weiße. Also bei mir ist es, dass ich weiße Haare kriege, ist so voll gut verteilt, finde ich. Man merkt es nicht so sehr. Weißer Dumbledore oder Gandalf. Wo ist jetzt das nächste? Da. Oh, hier ist noch einer. Das ging jetzt fix. Bei mir sind es die Gene, da brauche ich keine Kids dazu. Meine Mutter hat damals schon mit 18 weiße Haare gehabt. Ich glaube mit 17 sogar schon. Und da ich wieder... Bart habe noch dunkle Haarfarbe, bei mir das glaube ich nicht wirklich auch. Ja, das ist bei mir der Vorteil beim Rot. Ich habe ewig oder orange-rötlich. Dafür eine nervige Katze. Ja, da haben wir 4 davon. Ich habe ewig gebraucht, um überhaupt zu checken, ob ich jetzt weiße Haare habe oder nicht. Ich habe mir, bis ich mir es dann abgeschnitten habe, habe es genau angeschaut. Wo geht's jetzt da schon wieder rein? Hä? Oh, da ist es doch. Ich dachte, ich muss noch mal weiter runter, weil da so ein Ding dabei ist. Habe ich jetzt nicht alle freigeschalten? Ach, scheiße, da oben sind ja noch 2. Warum sind die nicht aktiviert? Mensch, mach mal deinen Job hier. Final Fantasy 7 Part 3 rauskommt, das ist ja, das sind 4 Jahre mindestens, oder 3 oder 4. Außerdem mache ich eh keine Challenges, also egal. Mir ist neulich aufgefallen, ich habe nie die Verlosung gemacht nach Japan damals, die ich machen wollte. Ich habe immer noch dieses Geburtstags-Genshin-Päckchen hier, wo ich zu viel hatte. Das habe ich beim Aufräumen gefunden. Das habe ich da immer hingelegt und alles draufgeschmissen. Ach,
dachte, das ist ein Eichhörnchen, Alter. Ich dachte, da rennt ein Pilz. Wow. Nicht mal für 2 Millionen. Da wäre ich sofort dabei. Wobei. Für 2 Millionen? 4 Jahre warten? Nee. Ich glaube, das wäre mir dann selbst zu viel. Hä? Wo soll ich denn hin? Ah, dahinter. Der 100. Genshin könnte ein Event werden. Hey, das reicht ja gar nicht. Schweinerei. Scheißding. Ach du Heilige. Nee, so heilig bin ich jetzt auch nicht. Guten Abend, Shino, übrigens. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte das scheiß Ding aktivieren. Ah, da oben ist es. Also mit Kasua erreicht man das. Ja, ihr alten Scheißer da. Was wollen die jetzt von mir da? Scheiß Bagage, Alter, verpiss dich. Hä? Wo ist das Ding schon wieder? Ist im Untergrund oder was? Oder im Baum? Passt so gar nicht. Ich weiß ja nicht, was du dir vorgestellt hast, aber ich passe ziemlich gut dazu. Falsche Vorstellung. Warum kletter ich eigentlich da hoch? 20 Jahren gedacht. Das ist schon lang vorbei. Seit 17 Jahren, Alter. Was ist denn das schon wieder? Irgendwas gab's hier zu machen. Scheißegal. Weiter. So jung höre ich mich doch auch wieder nicht an. Ich höre meine eigene Stimme mehrfach in den, wenn ich die Dinger schneide. Du hast ziemlich daneben geschätzt. Doch, doch. Nee. Die hört sich relativ tief eigentlich sogar an. Finde ich immer. Also nicht zu tief, aber... Habe ich immer noch nicht alle... Ach scheiße, da sind immer noch... Boah, Alter, wie viele sind da noch? Ich dachte, ich habe alle. Ja, machen wir erst da oben weiter. Egal, scheißegal. Ich meine, ich kann am Ende eh nichts daran ändern, das ist so. Durchaus zählt, die Teleporter erst mit Quest erreichbar werden. Klär mich mal über das Game hier auf. Boah, das wird schwer. Janis, guten Abend. Ich meine, wir sind jetzt bereits bei Patch 4.6 jetzt dann im Next. Da gibt's echt viel zu erklären. Open World, viele Charaktere, coole Story, coole anderen Sachen. Macht Spaß. Ein bisschen grindy, aber ich meine, das ist ein Gacha-Game, das muss grindy sein. Action-Kampf-System, die üblichen Open-World-Systeme. Ja, wobei üblich eigentlich nicht. Man kann Geld investieren, wenn man möchte, muss aber nicht, man kommt echt gut mit Free-to-Play durch. Man bekommt halt nicht jeden Charakter.
Jetzt will ich da ganz nah. Kotzt mich überall an, wenn ich dann sowas sehe und dann so. Will ich hoch. Ich meine, Moment, da erkunde ich nur, also es passiert nicht viel. Ich bin kann. So früh brauchst du jetzt auch nicht anfangen. Ich könnte das Ding da unten mitnehmen, aber eigentlich ist mir egal. Ich werde die Dinger eh nie alle sammeln mehr. Wir helfen öfters den Nationen mit ihren Problemen. Wir helfen jedem Penner in dem Spiel mit den Problemen. Die Nationen sind meistens sogar scheißegal. Oh Junge, ich habe hier Katzen, die gestreichelt werden müssen. Komm mal her. Oh Junge, ich habe da irgendwie Holz nicht gefunden. Geh mal Holz holen. Die Fragen werden einfach nur mehr gestellt. Ja, das sowieso. Fatuis wollen das göttlich hat. Du verwirrst den, glaube ich, mit viel zu vielen Sachen. Ich meine, wenn du das Spiel nicht selber spielst, checkst du halt gar nichts in dem Richtung. Rechts oder links, jetzt gehe ich da lang. Schon mal? Eigentlich nicht. Oder doch? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich spiele in letzter Zeit viel zu wenig, Alter. Hey, was soll das? Man merkt echt, ich habe nichts gemacht in dem Spiel. Also in den letzten Patches. Oh, da ist er fast vorbeigeflogen. Na, wer übertreibt's nicht? So viel wollte er auch nicht wissen. Bringst du viel? Ja, das sowieso, Alter. Ich meine, hier ein spezielles Wort fürs Spiel, da ein spezielles Wort. Hey, ich versuch's. Nein, du versuchst nur mehr Zeug einfach reinzuschmeißen, was dir gerade 0815 einfällt. Ich meine, du könntest es nur noch detaillierter ausschmücken, indem du sagst so, und hier kabusch und da kaboom und hier dann das und hier dann dort. Das ist ja noch viel mehr übersprungen wie sowieso schon. Nein, ich muss da lang. Hallo Ente. Nee, Schwan. Oder was weiß ich, was das Ding wieder war. Naja, schön, dass du da warst. Und eine gute Nacht. Und ein schönes Restwochenende. Und was weiß ich, was noch alles. Ah, scheiße, da geht's rein. Ich renne doch schon wieder in irgendeine Quest rein, oder? Will ich das lesen? Ah, fuck.
Nee, das ist oben drauf. Ja, das ist oben an der Oberfläche. Kommando zurück! Kommando zurück! Genshin, du hast zu viele Namen hier bei weitem. Vor allem viel zu viel gesprungen. Ich meine, stell dir vor, jemand sagt zu dir, hey, du hast den Fernseher erfunden, erklär mal, wie der funktioniert. Ja, ich habe dieses Teil und das Teil dahin gemacht und funktioniert. Aber wie funktioniert es genau aus Strom? Bildpunkte. Ha. Wenn die so nass sind, schaut es eher aus, wie wenn sie so kaputte Springbrunnen wären oder so. Ich nenne es eher zusammenhanglose Details. Ja. Nein, und... Oh, Glück gehabt. Was, ich appreciate gar nichts, Alter. Grow, grow, grow. All eyes on me. Time to shine. Allow me. Let's move out. Let's play through. Oh. Worum es halt im Game geht, ja, aber du kannst doch nicht einfach irgendwelche V-Ausdrücke raushauen. Kann man gar nicht kurz fassen. Naja, also man kann sie ziemlich hart runterbrechen im Prinzip mit... Man ist mit dem Hauptcharakter auf der Suche nach seiner Schwester. Man hat Paimon als Reiseführer dabei, der ihm durch die Welt geleitet. Und versucht die Probleme der Nation zu lösen. Alter, warum geht's hier weiter hoch, Alter? Ich dachte, hier geht's runter. Was zur Hölle? Komm, hier rennt, Alter, fast senkrecht den Berg hoch, Alter. Ey, das wird aber steiler. Oh, oh. Kurz warten. Alter, hier oben ist eine scheiß goldene Truhe. We should make the most of these supplies. Kann man da hinten eigentlich auch hoch? Oh ne, da kommt man noch nicht mal hin. Warte mal. Ah, das ist hier. Da fehlt ja eigentlich im Prinzip ja auch noch ein ganzes Stück von der Map, ne? Also der ganze bergige Bereich da hinten fehlt noch vor Fontaine. Ja, wobei, da fehlt noch mehr. Der ganze Bereich hier fehlt. Was geht da hier rum? Wo wollte ich hin? Ja gut, aber da ist echt viel Land noch dabei. Also da passiert schon noch irgendwas.
solange es keine neue Wüste ist. Da bin ich halt mit Nattlang gespannt, ne? Wenn das da so feuermäßig verkohlt und keine Ahnung, was für ein Scheiß alles ist. Ich hoffe, die machen doch nicht einfach nur Wüste 2.0 in verkohlt. Oder Vulkanstaub oder irgend so ein Scheiß. Ich weiß schon einiges. Nein, solange Hoyo das nicht offiziell ankündigt und nicht irgendwas geleakt wird, weißt du noch gar nichts. Vor allem, weil mir noch zig Patches davon wechseln. Mino, guten Abend. Ups. Leaks schon, ja. Von was denn? Ich meine, Concept Art oder sonst irgendwas ist halt kein Leak, Alter. Das ist halt ein Bild. Was das sein wird und Weekly Boss und sowas. Wo soll denn das herkommen? Das müssten die ja gehackt haben oder irgend so ein Scheiß. Breathtaking. Fehlt noch irgendwas? Achso, ja, das war ja das mit den irgendwelche Sachen, wenn er stimmt, Ding freigeschalten. Ich sag nur, glaub's gerne, wenn du meinst, aber auf Leaks zu vertrauen, ist das gleiche wie mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen. Ich meine, es gab Charaktere, die oft geleakt wurden, die kamen Jahre später erst. Vor allem, wir sind jetzt erst bei 4.6, das heißt, es ist nur ein halbes Jahr weg. Gut, ein halbes Jahr nicht ganz, aber... Muss ich die Dinger da auch alle aktivieren? Wahrscheinlich. Yai Publishing House has released numerous works that lay out. Da, Errungenschaften. An was sehe ich das hier? Achso, ja, warte mal, die sind noch ganz unten. Chenyutal? Da fehlen auch noch 5? Alter! Ich werde Teleporter im Gebietbezirk Morte und Wald von Ariens. Genau einer. Quellen allen Wassers. Einer. Schreine tief in den Bezirk des Hofs von Fontaine, Bezirk Bellanum. Gab's welche in der Quest? Ja, wird auch so sein. Wahrscheinlich in so kleinen Welten oder irgend sowas. Weil hier fehlen halt auch nur 5.
Was ist denn das? Was soll die T-Stadt? Okay. Naja, dachte ich mir fast. Ja, da habe ich auch noch was, aber ich habe keinen Bock auf Wüste, Alter. Das sind noch so viele. Alter, was habe ich denn alles markiert? Ah ne, das lassen wir mal, da ist scheinbar eine Quest. Da auch. Alter, ich habe da unten nicht mal das da gemacht. Oh, das ist ja da unten drin. Hä, warum habe ich das nicht aktiviert? Da hast du mal so vorbildlich 100% gefahren. Ja, das war das, wo die Streams angefangen haben. Oh ja, da kommt man. Hä? War schon kein Bock. Das war noch, wo die Streams angefangen haben mit dem ganzen Zeug. Wo ich die 100% der hatte. Ach ja. Trip Marketing von Nadler. Wenn die Sachen stimmen, was erzählt wird. Wenn Inazuma fertig gesammelt ist, so mehr lasse ich es doch noch bleiben. Ja, das ist auch irgendwann einfach zu viel alles. Ich meine, du solltest über Jahre eigentlich nichts anderes wie Genshin spielen, ey. Mich stört, dass das so ein riesen Loch in der Mitte ist. Die sollen mal schauen, dass sie das stopfen. Die gehen da viel zu sehr durch die Gegend, einfach mit quer irgendwas hier hin und dahin. Stört mich. Von mir fehlt ja auch noch ein ganzes Stück. Wo kommt da jetzt die Fontänerweiterung? Da jetzt? Ja, aber selbst ein Teil des Lochs wäre zu wenig. Viel zu wenig Zeug, was du da machen kannst. Weil Fontänen geht ja hier entlang.
Weil da ist doch schon der Abgrund. Könntest du nicht eher zu Sumeru? Weil ich meine, Fontaine ist ja perfekt abgesteckt mit diesem Wasserfall außenrum. Ich meine, hier fehlt noch eine kleine Ecke. Sogar hier gibt es noch eine Erweiterung. Wow, da kommt eine kleine Insel hin, oder was? So am 12.3. Am Ende haben die ganze Map fertig, nur das Loch bleibt übrig. Es würde ich den Säcken zutrauen. Was ist das da eigentlich? Doch, das Loch wird anscheinend gefüllt, okay. Ja, aber das ist doch dann nicht mehr Fontaine. Ach so, in der Sondersendung. Ja, ja, warte. Da muss ich auf was anderes gehen. Teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas. Ach so, aber die zeigen es noch nie, wie groß das ist. Also das ist scheinbar die Insel, was da vorhin gestanden war. Hm. Hier dann. Sehen wir noch den Exon. Ja, eben. Heute machen wir mal nicht so lange, ich mache mal jetzt dann Schluss. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch machen will. Das ist ein liebe Gebietsupdate, hier oben werden wir schon von dem rumgammeln. Ja. Naja, da muss dazu sagen, dass das liegt aber auch teilweise daran, weil die halt Liebe sowieso bevorzugt behandeln. Weil das halt chinesisches Gebiet. Und so. Deswegen ist auch jedes Jahr im Prinzip so das Hauptevent eigentlich da Neujahr. Weil so viel Anstrengungen, wie die fast jedes Jahr in das Neujahrsevent stecken sie halt in den meisten anderen Sachen nicht, nein.
Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja, eins fehlt noch. Weil ich meine, die schönsten Sequenzen größtenteils bisher sind alle in den Neujahrsdinger kommen. Oder eine der schönsten Sequenzen. Lie nichts, wenn alles andere nicht Vorbild geht. Ja, das stimmt auch wieder. Vor allem, ich verstehe halt nicht, warum die in Mondstadt halt nichts mal mehr machen. Die haben damals ein Update gebracht und fertig. Passt schon. Und das war ja auch nur mit dem Berg. Lie war an sich schon echt groß. Dann kam die große Kluft dazu. Dann jetzt das Chenyu-Tal. Mondstadt wird nur millionenteure Innenräume erweitert, ja. Das stimmt. Für Katzen. Von was weiß ich, was die für Einrichtung gekauft hat, dass die überhaupt auf das Ding gekommen ist. So. Gell ich euch noch was voll. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der übernächsten Woche zum neuen Update. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und beziehungsweise ein schönes Restwochenende und einen schönen Start in die Woche. Und mehr fällt mir nicht ein. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum anderen Mal. Servus. Thank you.